Willkommen zurück zu einem neuen Video über die Nistkastenkameras und es ist viel passiert. Im letzten Video haben wir ja gesehen, wie sich die sechs Küken von den Turmfalken entwickelt haben und es wird jetzt nochmal eine Spur extremer. Also in was für einer Geschwindigkeit die hier wachsen, das ist unglaublich. Das war jetzt aber schon ein paar Tage vorgespult. Gehen wir zurück, beziehungsweise knüpfen wir an das letzte Video an und es ist so schön zu sehen, wie das Weibchen hier versucht, die Küken zu rudern, aber es sind einfach zu viele, sie sind schon zu groß, sie passen gar nicht mehr richtig drunter. Ich finde es einfach eine super süße Szene, die mir richtig Spaß bereitet. Aber alle versuchen natürlich irgendwie Wärme zu bekommen und quetschen sich noch hin. Aber so richtig Ruhe kommt da nicht rein, weil immer einer benachteiligt ist. Ich gehe jetzt immer so in Zwei-Tagessprüngen voran und wir sehen jetzt nicht allzu große Unterschiede zu den 2 Tagen davor. Man kann erahnen, dass das eine Küken etwas kleiner ist. Das sechste Küken, das war ja immer schon so das Nesthäkchen. Das Ei wurde deutlich später gelegt, war erst nicht im Gelege. Jetzt, ja, ist es geschlüpft und es gibt so eine Hierarchie bei den Küken. Und das sieht man ganz, ganz deutlich, weil die dominanten Küken, die kriegen auch als erstes Nahrung. Und jetzt wieder der Sprung, 2 Tage später, und die sind ganz schön gewachsen. Selbe Szene wie vorher. Küken werden gefüttert und es ist einfach nur ein Haufen an Küken. Aber hier sehen wir es schon ganz deutlich. Zwei da rechts, die sind deutlich kleiner als der Rest. Und die kommen auch gar nicht so zur Nahrung. Also die starken Küken drängen sich in den Vordergrund und die zwei da hinten, die versuchen gar nicht erst da irgendwie zu betteln. Die sitzen einfach teilnahmslos mit dabei. Ja, wieder 2 Tage später und es wurde ja richtig warm bei uns. Das merken auch die Küken, die sind platt. Die kuscheln nicht mehr, die brauchen nicht mehr die Wärme voneinander. Die liegen jetzt einfach flach da und hoffen, dass der Tag vorbeigeht. Denen ist natürlich genauso warm wie uns auch. Und das ganz, ganz oben im Giebel, im Dachgiebel drin. Und wir sehen es an den Rändern, die sind alle weiß besprenkelt und die Kamera hat es leider auch erwischt. Deswegen ist das Bild ein bisschen unklarer geworden. Das ist jetzt noch am selben Tag und da sehen wir auch noch mal recht deutlich in der Mitte zwei sehr, sehr große Küken. Am Rand, da hocken noch die kleineren Küken. Aber sie putzen sich schon. Und das liegt auch daran, weil sie jetzt Federn schieben. Das heißt, die mausern gerade durch. Man sieht es bei dem einen oder anderen Küken auch, dass der Schwanz sichtbar wird. Also die Schwanzfedern, die Stoßfedern mausern gerade durch. Und es wird jetzt ganz, ganz schnell gehen, dass sie nach und nach das Flaumgefieder verlieren. Das sehen wir auch schon rund um die Augen. Da ist nämlich gar nicht mehr so viel da. Und die Federn werden schieben. Und da sieht man es auch hier, die Schwingen, die Schwungfedern, die sind auch schon durchgebrochen und sichtbar. Also das wächst jetzt hier in den nächsten Tagen. Und da sehen wir jetzt einen massiven Unterschied zwischen dem Nesthäkchen und einem dominanten Küken. Das sind Welten. Und wir sehen auch, dass das Nesthäkchen hockt. Das ist noch ein richtiger Nestling. Und bei dem dominanten Küken, das große Küken eben, das ist ja schon richtig mobil, das steht ganz anders da. Und anhand der Statur bzw. des Stehens kann man ja sehen, wie weit das Küken schon entwickelt ist. Ja, und jetzt, es bleibt warm und dieses Küken schaut einfach aus wie so ein gerupftes Huhn. Sitzt mitten in der im Nistkasten und ja, reißt den Schnabel auf, putzt sich, dem ist warm. Man sieht aber auch ganz, ganz stark, wie es mausert, wie es wächst. Und wir sehen auch, die Küken verteilen sich, die sind viel mobiler geworden.
Die sind jetzt im vorderen Teil von dem Nistkasten, da wo die Altvögel natürlich ankommen als erstes und Futter übergeben können. Und in diesem hinteren Teil, in dieser Nistkammer, da halten sie sich relativ selten nur noch auf. Und hier ein bisschen später am Tag, wenn die Temperaturen wieder steigen, dann legen sie sich einfach hin, flach auf den Bauch, weil ihnen einfach zu warm ist. Das war's von den Turmfalken, aber es gibt noch mehr. Die Stare haben nämlich losgelegt. Es war ja lange Zeit nicht wirklich was Richtiges. Die waren mal drin, mal wieder nicht, haben aber keine Eier gelegt, haben aber Nester gebaut und dann war es bald soweit, dass Eier gelegt wurden. Und gleich zwei. Ich meine, es waren vier, aber zwei sind unter das Nistmaterial gekommen, wurden nicht bebrütet und das spricht für ein relativ junges Pärchen, für ein unerfahrenes Pärchen. Da ist es normal, dass sie einen nicht so hohen Bruterfolg haben. Bei Vögeln ist es normal, wenn die nicht so erfahren sind, dann haben sie auch einen relativ schlechten Bruterfolg. Und das können wir auch später in den Videos noch beobachten. Hier sitzt der Star drauf, bebrütet, geht wieder raus. Und dann sehen wir was ganz Tolles. Ein Küken ist mitten am Schlupf und das zweite Ei ist auch schon angebrochen. Und das finde ich unglaublich faszinierend zu sehen. Habe ich so noch nie gesehen. Wie viel Kraft das Küken brauchte, um da überhaupt rauszukommen. Um diese Eischale erstmal aufzu, ja, picken. Das ist schon Wahnsinn. Und dann kommt der Altvogel zurück und das Küken ist sofort am Betteln, reißt den Schnabel auf. Es ist noch blind, die Augen sind noch geschlossen und der Altvogel, der hat den Schnabel komplett voll und weiß gar nicht, wohin damit. Und das ist, glaube ich, eben auch so ein Zeichen, dass er noch relativ unerfahren ist, weil das viel zu viel ist für das Küken. Zumindest, wenn es das auf einmal runterwürgen soll. Zwei Tage später schaut die Welt wieder anders aus, denn die beiden Küken sind deutlich gewachsen. Also innerhalb von 2 Tagen, das ist schon Wahnsinn, was die da an Gewicht zulegen, wie groß die da werden. Sie haben schon ein wenig Flaumgefieder am Kopf, sie kuscheln aneinander. Das schaut doch sehr vielversprechend aus. Und jetzt klappt es auch mit dem Füttern. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!